Wien hat eine Tradition mit den zwei historischen Persönlichkeiten, einerseits Böhler und Lorenz, Begründer der Orthopädie und der modernen Unfallchirurgie. Und diese Fortführung ist auch in den Wiener Kliniken der PremiQaMed gegeben, wo wir versuchen, modernste Unfallchirurgie und Orthopädie anzubieten. Wir haben hier international bekannte, renommierte Chirurgen, Chirurginnen, die diese Eingriffe vornehmen können. Das heißt, wir haben in allen Häusern natürlich die sofortige Radiologie mit Röntgenbildgebung, aber auch die Ultraschalluntersuchungen und vor allem dann die CT- und MRT-Untersuchungen. Und hier haben wir auch investiert in die modernsten Geräte, sodass wir perfekte Schnittbilder erhalten, auch in dreidimensionalen Rekonstruktionen. Und diese Schnittbildverfahren sind für uns wichtig als diagnostische Grundlage für unsere therapeutischen Entscheidungen. In der Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates, in der Traumatologie und Orthopädie haben wir einerseits konservative Behandlungsmöglichkeiten und natürlich dann den Schwerpunkt der operativen Behandlungen. Hier haben wir die Möglichkeit, die modernen, nicht-invasiven Verfahren anzuwenden. Das sind hauptsächlich arthroskopische Techniken, aber natürlich auch sämtliche andere Techniken des modernen Gelenkersatzes mit Computernavigationen und anderen Hilfsmitteln, die zur Präzisionssteigerung des operativen Eingriffes führen und damit langfristig auch zu sehr guten, perfekten Ergebnissen für den Patienten. Einen Schwerpunkt stellt die Gelenksrekonstruktion mit Prothesen dar, besonders hier auch die Hüftprothese. In unseren Häusern in Wien verwenden wir die modernsten Implantate. In den meisten Fällen verwenden wir den mini-invasiven Zugang, hier muskelschonend vorzugehen und damit auch eine kürzere Verweildauer im Krankenhaus zu ermöglichen. Für das Knie verwenden unsere internationalen Experten hauptsächlich die Computernavigation als Unterstützung. Hier wird das Gelenk achsengerecht implantiert, sodass wir hier auch langfristig gute Ergebnisse erzielen können. Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Fußchirurgie dar. Hier behandeln wir sämtliche Verletzungen, aber auch Fehlstellungen, Hallux-Valgus-Operationen, Plattfußfehlstellungen, andere Erkrankungen werden hier in unseren Fußzentren optimal behandelt. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Handchirurgie dar. Dazu verwenden wir auch die modernsten Implantate, unsere Operationsmikroskope, um hier Präzisionsarbeit leisten zu können. Geht eine Frakturversorgung schief, kann auch das hier in unseren Häusern behandelt werden. Gerade hier haben wir international einen exzellenten Ruf für die Behandlung von infizierten Knochenbrüchen. Hier haben wir auch die Möglichkeit, mit biologischen Materialien und speziellen Antibiotikaträgern die Keime abzutöten und damit zu einer knöchernen Konsolidierung dieser Frakturen zu kommen.